Hallihallo, ihr Sportenthusiasten. Es ist wieder soweit. Es ist Top-Spiel-Prognosenzeit. Jawohl, denn es ist nicht mehr lang. Ne? Bald haben wir Winterpause. Ne? Bald gehen die Profis in den wohlverdienten Urlaub, der natürlich aber auch nicht lange ist. Aber jetzt wird noch gespielt. Und ja, wir haben die zweite Liga. Wir haben das Spiel VfL Osnabrück gegen St. Pauli. Und wir haben natürlich auch den Schnabbi dabei. Hallihallo. Schönen guten Abend. Grüß euch. Ja, wollo. Genau. 20.30 Uhr, Flutlicht. Und ja, die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein für die beiden Mannschaften. VfL Osnabrück, momentan hat dieser Verein die rote Laterne, ist Tabellenschlusslicht mit gerade mal 7 Zähler und minus 23 Toren, also Tordifferenz. Das ist natürlich, ja, und natürlich gerade zuletzt Trainerwechsel, ja, und naja, Punkte müssen her, dringendst, aber der Gegner heißt FC St. Pauli, der momentan die Tabelle anführt, ja, das Maß aller Dinge momentan ist, mit 31 Zählern und 16 Toren Differenz, ja, das hat nur Düsseldorf noch. Und dann, ja, dauert es erstmal. Ne? Das ist sportlich, ja, aber so ist es. Aber vielleicht kann auch gerade Osnabrück, wo dann nachher die ganz klare Außenseiterrolle einnimmt, hier eventuell, ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch was mitnehmen. Man weiß es nicht, ne? Wir werden alles daran setzen. Das ist eigentlich auch hart, dass sie da den ehemaligen Gladbacher oder auch Bayern München Spieler jetzt da drin haben, ne, wo er auch mal als Talent gesehen wurde. Der komme jetzt nicht auf den Namen, aber wenn ich sehe, dann kann ich dir sagen. So. Let's go. St. Pauli erstmal mit dem Anstoß und jetzt. Ah! Oh! Der war gar nicht mal so übel. Oh, und jetzt pfeift das. Was? Hä? Ja, ich habe erst gedacht, da kam jetzt gar nichts vor. So, wieder. Cousins, oder wie er heißt. Weißt du? Der kam ja mal von Gladbach zu den Bayern, wurde damals auch als Mods-Talent gehandelt. Ja, und jetzt VfL Osnabrück. Die Wahrheit. Oh, der ist. Ja, da kann er zu frei aufs Tor laufen. Und ja. Boah. Kann sich Stärke aussuchen. Und nach 7 Minuten heißt es schon 1-0 für St. Pauli. Eieiei. Aber. Oh, gut gehalten, aber vielleicht jetzt nochmal ein Nachschuss. Vasilic. Ja, trotzdem. VfL Osnabrück hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Oh. Schieß doch! Und es gibt Eckball. Eieieiei. Man hat schon gedacht, oh, könnte vielleicht wieder einen Knick reinbringen, so früh wieder in Rückstand geraten, aber nein. So, und jetzt nach dieser Offensive von Osnabrück kommt jetzt erstmal wieder St. Pauli. Kann wieder ein bisschen Luft schnappen. Hartl. Erwein. So. Conte, jawohl. Schöner Ball zu Engelhardt. Ah. Schade abgewehrt. Und jetzt gibt es erneut Ecke.
Und Irvine, Irvine direkt zu Conte. War nicht so geschickt. Alba ist jetzt wieder. Eieiei. Und da rennen sie erstmal wieder hinterher, aber kriegen dann doch gestoppt. Ah, oh! Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber dann doch drüber. So. Ah. Auf Osnabrück ist auf jeden Fall dran. Ja. Haben Respekt sicherlich vor St. Pauli, aber haben keine Angst. Sollte man auch nicht haben. Gerade in ihrer Situation. Zu verlieren haben sie nichts. Ja, da ist schon. So, jetzt vielleicht. Jawohl, und da ist der Ausgleich von Engelhardt in der 20. Sehr schön. Saad. Conte erstmal mit dem längeren Ball. Oh, weg das Ding! Oi. Oh. Grill, ja, Lennart Grill. Übrigens ehemaliger Lautrer im Tor der Osnabrücker. Oh, jawohl, gut geklärt, alles gut, alles fair. So, Conte, der hat die Schnelligkeit. Bringt ihn auch rein. Oh. 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 Ah. Ah. Erneute Ecke. Oh. Oh, die stehen aber, mein lieber Mann. Die Osnabrücker. Ja, offensiv eingestellt, mein lieber Mann. Sehr schön. Gut, sehr gut. Sehr gut geklärt. Oh! War, oh trotzdem, also. Na oh, ja, gut. Hätte man noch einen Wurf geben können. Oh, okay. Oh, ah. Den. Der wäre aus, der wäre ausgegangen, Mensch, schätze. Ja, ja, auf jeden Fall. Hätte auch nicht rangehen müssen. Oh, scheiße, der kommt! Ah, siehst du, das ist das Problem. Irvine, der Kapitän, bringt in der 31. St. Pauli wieder in Führung. Ja, kannst du nichts machen. Durch einen scheiß Standard, ey. Kannst du nichts machen. Ne? Kommt 1A aus. Super. Eckball kommt gut auf Irvines Kopf, da lässt er sich nicht lange bitten. Ah. Oh, der war zu optimistisch hier. Saad. Oh! Oh, oh, oh. Kommt nicht zum Schuss. Pizza. So, Saad. Ja, sehr gut, er versucht es wieder. So. Oh! Ach, komm, ey. Aber abseits. Abseits. Abseits, alles gut. Aber auch wieder, war eine schöne Flanke, ein bisschen weiter nach vorne. Da muss Osnabrück aufpassen, da ist St. Pauli bärenstark, was das angeht.
Ah! Ah, wichtig, wichtig abgefälscht, aber wieder Ballverlust. Na? Und das ist Lennart Grill. So. Ecke mal wieder. Osnabrück war gewarnt, aber haben es diesmal gut gelöst. Was saß gut. Und der ist... Ah, der ist zu lang. Mann! Der war so schön gespielt, ey. Ja, das war er. Schade, schade, ey. Schade, schade. Ja, das stimmt. Ja, das wäre nochmal eine optimale Chance gewesen, eventuell noch den Ausgleich vor der Pause zu machen für Osnabrück, was wichtig gewesen wäre. So gehen sie mit einem kleinen Rückstand in die Kabine. Aber man muss sagen, trotzdem sehr guter Auftritt von Osnabrück. Haben sie, können sich absolut nichts vorwerfen. Einstellung stimmt. Sind natürlich in Rückstand durch den Standard geraten. Na, da kann man jetzt halt nichts machen. Das ist natürlich dann Pech. St. Pauli hat natürlich auch Bock. Ne? Aber trotzdem, ja, dass jetzt Osnabrück hier der Tabellenletzte ist, sieht man hier jetzt gar nicht. Schnappi. Ja, genau. Das ist super zusammengefasst. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Jawohl. Interessante erste Halbzeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Der Trainer geht jetzt noch ein paar Taktiken gerade durch mit dem VfL, mit den Spielern. Und dann geht es auch schon in die zweite Halbzeit. Erstmal noch unverändert. Oh, 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 super! Und direkt nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit. Wolf. Mit dem 2-2. Schön gemacht. Direkt weitergeleitet. Da hat er freie Schussbahn. Und dann legt er sich auf seinen starken Fuß. In dem Fall der rechte. Und zieht ab. Sehr gut gemacht. So, Scheiße. Vertändelt. Ehemaliger Kieler. Hauke Wahl. Oh, Conte ist auch stark. Ja, der ist schnell und... So, St. Pauli muss ich erstmal wieder... Eieiei, wieder ein Fehler. Was ist denn da? Sie kriegen den Ball nicht weg. Sie kriegen den Ball nicht weg. Immer noch nicht. Immer noch da. Immer noch heiß. Was wurde denn da an dem VfL Osnabrück in der Halbzeit gesagt? Muntere Viertelstunde. Und hier kommt er immer nach vorne, ey. Irvine mit dem zweiten Treffer. Dann
ist es halt wieder einmal die. Einmal nach vorne. Dann ist es halt wieder die individuelle Klasse, ne? Und die Effektivität von St. Pauli. Ja, ne? Da war jetzt VfL Osnabrück die erste Viertelstunde so am Drücker. Macht das 2-2. Hat im Prinzip auch sogar schon das 3-2 auf dem Fuß. St. Pauli kommt dann einmal vor den Kasten, macht's dann. Ja, das sind genau die Dinger, was natürlich auch den Trainer fuchsig macht, weil er weiß, die Jungs können es ja eigentlich, ne? Aber bringen es dann nicht auf den Platz. Beziehungsweise es fehlt die Durchschlagskraft. Aber boah, kann man auch mal pfeifen. Er geht doch hin. Schön geblockt. Ah. Oh. Grill pflückt ihn da runter. Nicht schlecht, Conte wieder. Und da fährt er gerade noch so den Arm raus. Ah, die Flanke war schlecht. Die Flanke war sehr schlecht. Irvine. Zwei Treffer hat er schon. Jetzt weicht er erstmal auf die Seite aus. Reingabe. So, jetzt wieder Conte. Ja, hat noch Saft. Der hat nur Saft. Oh, das Rot. Das ist Rot. Das Rot, natürlich. Das ist Rot, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist klar. Aber ja, ihm ist auch nichts anderes übrig geblieben, dem Metz. Alter, ist der Conte schnell, ey. Hey. Ja. Ja, das muss man so lassen. Beziehungsweise. Ja. Oder? Ja. So, 75. Minute. Ein Mann weniger kann daraus Osnabrück noch einen Vorteil ziehen. Oh, es wird ordentlich gewechselt bei Osnabrück. Hat da der neue Trainer eventuell noch das nötige glückliche Händchen mit der Auswechslung? Oh. Ach du Scheiße, ey. Die Torhüter, ey, da muss man echt immer wieder Angst haben, ne? Ja. Ach Scheiße. Oh. Ah! Warum? So, Simon Zoller kommt. Da ist es. Verhoek, frisch eingewechselt. Ja. Was ein Spiel. Oh.
Und die Fans sind da. Brech doch nicht ab, lauf doch weiter, Alter. Oh, na, gibt nochmal Ecke. Cousin geht, Kunze kommt. Ah! Nochmal Talhammer für Tesche. Ja. Das volle Kontingent ausgereizt. Den musst du doch machen! Uiuiui. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Der Conte, der hat eine wahnsinnige Scheiße. Eine wahnsinnige Scheiße. Eine wahnsinnige Ballbehandlung, wollte ich sagen. Alter! Hä? Warum? Na, das war's. 3-3. Wahnsinn! Das war noch spannend geworden, glaube ich. Aber hallo! Definitiv, ne? Also man muss sagen, VfL Osnabrück hat sich zu keinem Zeitpunkt versteckt, hat munter mitgespielt, hat richtig Bock, ja, und ja, haben dann auch natürlich auch noch schön ausgeglichen, ne? Hatten dann den Momentum dann doch noch ausnutzen können, nach der roten Karte für St. Pauli. Ja, munteres Spiel, geht auf jeden Fall voll in Ordnung, dieses Unentschieden. Ja, St. Pauli gibt Punkte ab, das wird natürlich die anderen Mannschaften freuen, die hinter ihnen sind. Ja, und ja, Osnabrück, klar, mit der Punkteteilung, ich sag mal so, wenn man natürlich Gegner hat wie St. Pauli, kann man auf jeden Fall damit leben. Natürlich, ein Dreier wäre absolut wichtig gewesen, aber ich sag mal so, ja, wie gesagt, aufgrund der Tabellenkonstellation können sie froh sein. Und auf jeden Fall schön, dass sie dann nach dem Rückstand immer wieder zurückgekommen sind. Ja, Schnappi. Genau, also grundsätzlich muss man Glückwunsch an Osnabrück sagen, dass sie den Punkt geholt haben. Es war ein verdienter Ausgleich. Wenn wir noch 10 Minuten länger gespielt hätten, hätten sie vielleicht noch Siegtreffer machen können, vielleicht. Möglich. Also das war schon ein geiles Spiel. Ne? Wir haben schöne Tore gesehen. Das war absolut unterhaltsam. Auf jeden Fall. Definitiv. Da kann man nichts sagen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ihr es genauso seht, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Fühlt euch da wirklich mal frisch vom fröhlich frei. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Topspiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.